Ich grüße euch zurück zu Let's Play Baldur's Gate. Wir sind immer noch bei der Feuerweinbrücke und werden gleich mal anfangen, hier in der richtigen Formation rumzulaufen. Knusprige Vögel! Ja, egal. Ich habe mich von dem Vogel, der hier rumfliegt, reden wir nicht drüber. Trolle! Die sind auch knusprig. Und mit unserem Schwert können wir sie auch noch knusprig braten. Weil das hat ja schönen Feuerschaden. Ja, Junge, du brauchst hier jemanden. Das sollte nicht so meine einer hin, zwei drin, sind nur drei. Und wir haben einen Zwerg einmal getroffen, das ist total ärgerlich. Passt mir gar nicht. Ruhig liegt auch schon auf dem Boden. Na los, jetzt treff ihn mal, mach ihn madig. Ja, folgt ihr mal auf den anderen. Meine sterben, ja? Als auf den Knien natürlich. Zu leben. Oh, passt schon. Naja. Dann hackt mal alles schön auf den einen hier. Was? So, wieder drei Trolle tot. Passt schon. Nochmal speichern hier. Wird sofort und nach oben. Ja, ich bin halt bester Laune, zumindest noch im Augenblick. Das ändert sich aber gleich garantiert wieder. Mailium. Was hat Mailium uns denn zu sagen? Seid gegrüßt, ihr Kleinen. Ihr seht aus wie erfahrene Reisende. Und einige von euch wie ausgezeichnete Kämpfer. Ich heiße Mailium und ich bin der fähigste Schwertkämpfer der Schwertküste. Vielleicht habt ihr schon von mir gehört. Schließlich bin ich ziemlich bekannt. Nein, noch nie von euch gehört. Aber wir würden jetzt gern weiterziehen. Wenn ihr so ein bekannter Schwertkämpfer seid, warum lauft ihr dann in der Wildnis umher und seid nicht in nichts als Lumpen gekleidet? Hui, der beste Schwertkämpfer der ganzen Schwertküste. Es ist mir eine Ehre, einen so berühmten Mann kennenzulernen. Entschuldigt für den Ausbruch. Wie gesagt, ich habe halt gute Laune und das ändert sich gleich wieder. Fragen wir ihn mal zweites, warum er in Lumpen gekleidet ist. Ihr wollt mich beleidigen? Das solltet ihr besser nicht tun. Oder ihr werdet das mit Teil meiner Klinge zu spüren bekommen. Wenn ich mein Schwert erstmal gezogen habe, muss ich bei meiner Ehre die Klinge wetzen. Nun, warum zieht ihr dann nicht euer Schwert, damit wir sehen, wer der bessere Schwertkämpfer ist? Ich beleidige euch nicht. Beruhigt euch einfach. Wir ziehen dann jetzt weiter. Ja, dann soll er seine Klinge ziehen. Steht genau vor meinem Zwerg, den trifft er eh kaum. Doch, ihr tut es, ihr werdet es bereuen. An meinen Fähigkeiten gezweifelt zu haben. Tut mir furchtbar leid. Ja, Metzeln. Für die Gerechtigkeit. Ja, schon. So viel zum Thema bester Schwertkämpfer. Ja? Ein Troll ist ja ein echter Endgegner gegen ihn. Handschuhe. Katana. Schlagen ja Lederwams. Katana. Mal gucken, ob damit wie viel besser mein ETW0 damit wäre. Also hier ist es gerne Haupthand 10, weil da eine verzauberte Waffe drin liegt. Und jetzt ist der 9. Boah, aber leider ist das nicht verzaubert, darum werden wir das andere benutzen müssen. Aber wir lagern das hier mal zwischen. Mach's kurz. Ja, so viel zum Thema. Wenn man hier gute Katana finden würde im Grundspiel, also im ersten Teil, die hier quasi nicht existieren, weil es im ersten Teil die Fähigkeit Katana ursprünglich gar nicht gegeben hat, geschweige denn überhaupt ein Katana, was man irgendwo hätte finden können. Keine Ahnung, wieso der jetzt ein Katana hat. Vielleicht galten die damals noch als Krummsäbel, die zwei, drei Stück, die man vereinzelt hier gefunden hat. Und das ist ja jetzt mittlerweile nicht mehr so, weil die Klasse des Katanas ja eingeführt wurde. Und darum haben wir jetzt ein Katana gefunden, was leider unverzaubert ist. Und das ist sehr schade. Ja, jetzt laufen wir hier noch rum. Und dann gehen wir als nächstes, wenn wir hier alles erkundet haben noch, dann gehen wir hier mal in die Feuerweinbrücke, in den schönen Dungeon und suchen, Kreischlinge? Kobolde, genau, Kobolde. Ich hab sie gewiss letztes Mal schon wieder Kreischlinge genannt. Wäre ja nichts Ungewöhnliches. Aber Kobolde und Kreischlinge sind ja auch fast das Gleiche. Wenn ich mit dir fertig bin, dann übergebe ich dich an den Sensenmann. Es macht mich wahnsinnig! Oh, bitte mach, dass es mit dem Geschrei aufhört. Bringt es zum Schweigen. Mein Schatz.
Was ist denn? Was treibt euch zum Wahnsinn, meine Dame? Wenn ihr Hilfe braucht, dann werdet ihr euch beruhigen müssen. Lasst uns in Ruhe, ihr verfluchtes Frauenzimmer. Es ist in meinem Kopf, es will nicht still sein. Es flüstert und flüstert. Seht euch dieses Gefäß an. Jetzt zieht es euch an. Wir sehen das Gefäß, meine Dame. Jetzt beruhigt euch und erzählt uns, was hier vorgeht. Ihr seid verrückt. Zu verrückt für uns. Nehmt euer Gefäß und lasst uns in Ruhe. Ja, zeig uns, was es vorgeht. Meine Begleiter und ich, wir haben die Feuerweinruine erforscht und wir fanden dieses Gefäß. Es macht sie alle verrückt. Sie hackten und sie zerstückelten und das Blut, so viel Blut. Sie sind alle tot, nur ich habe überlebt. Die Stimme, sie fordert mich auf, den Namen zu nennen. Sie verspricht mir eine große Belohnung, wenn ich den Namen nenne. Aber ich tu's nicht, ich tu's nicht. Was möchtet ihr, dass wir tun, meine Dame? Wie können wir euch helfen? Gebt uns das Gefäß, wir wissen schon, was wir damit zu tun haben. Ja, zeig mal her hier. Was können wir für dich tun? Arme Karsa, keiner kann ihr helfen. Ihr könnt Karsa nicht helfen. Ihr müsst laufen und zwar schnell, bald wird Karsa nicht widerstehen können. Bald schon wird sie den Namen nennen und dann wird Blut fließen. Mein Blut, euer Blut. Ich glaube, wir sollten zusehen, dass wir schnell von dieser Frau wegkommen. Okay, Karsa, danke für alles. Viel Glück mit dem Gefäß. Gebt uns das Gefäß, Karsa. Keine Sorge, wir wissen schon, was wir damit tun. Ja, gib her hier. Nein, Karsa, gib das Gefäß nicht ab. Es gehört Karsa. Nur ihr allein. Bleibt mir vom Leib. Bleibt mir vom Leib. Oder Karsa wird den Namen nennen. Und es werden alle sterben. Meine Güte, das wird mir jetzt aber zu verrückt. Behaltet einfach euer Gefäß und wir verschwinden. Gebt uns das Gefäß, Karsa. Karsa, gebt es uns jetzt. Ihr nehmt Karsa das Gefäß nicht weg. Es ist meins. Mein eigen. Bleibt mir vom Leib oder ich nenne den Namen. Bleibt mir vom Leib. Ich glaube, es ist aussichtlos. Nun gut, Karsa, ihr behaltet euer Gefäß und wir machen uns auf den Weg. Wir nehmen euch das Gefäß ab, so oder so. Nein! Karg! Oh, mächtiger Karg! Bam! Karg! Sieht ja nett aus. Hier, ja. Ich bin frei! Er lacht erst noch zu Ende. Ich bin frei, endlich Sterbliche! Bevor ihr sterbt, müsst ihr Karg, den mächtigen Ogamagus, zufriedengestellt haben. Euer Tod soll meine Macht stärken. Denn im Moment bin ich schwach. Das glaube ich aber auch. Like fuck you? Willst du bitte mal wieder hier sichtbar werden? Passt mir gar nicht. Hab ich irgendwas, um das sichtbar zu machen? Natürlich nicht. Was haben wir denn hier? Ein Schild von Tempus. Hier geistert der ja irgendwo rum. Dann zaubern wir hier einfach mal Stille hin. Sprich Zauberspiegelbild, krank. Sprich Zauberstille, ist gespiegelt. Ja, scheiße. Mach's kurz. Würdest du bitte mal hier wieder auftauchen? Ja. Sprich Zauber, kleinere Kugel unverweilt. Krank ist durch den Schild geschützt. Ah, da bist du ja. Tempus, führ uns zum Sieg! Nein, Chaos, oder... Wie nennt sich das noch? Nein, Chaos, er kann wirklich Chaos. Ich hasse Chaos. Treff ihn doch, damit er nicht... Oh. Das ist nur eine Fleischwunde. Warum Chaos? Warum? Ich hasse Chaos. Und ich kenne nichts, was da... Das Beste ist, ich kenne nichts, was gegen Chaos gibt. Es gibt absolut gar nichts. Ich kenne zumindest keinen Zauber. Wenn jemand einen verdammten Zauber gegen Chaos kämpft, weil ich mich damit noch öfter abrackern werden, dann soll er mir das doch bitte mal sagen. Wir können neu laden. Zum Glück habe ich ganz viele nicht vorhandene Quicksaves gemacht. Wir dürfen das Gespräch nochmal führen, was nicht weiter schlimm sein dürfte, weil das kann ich jetzt einfach durchklicken. Ich werde das nicht nochmal sprechen, auch wenn es sehr lustig war. Ich fand es zumindest sehr lustig, das zu sprechen. Wenn ich mit dir fertig bin, dann übergebe ich dich an den Sensenmann.
Das war jetzt irgendwie doof. Nochmal.